So, es ist jetzt schon der nächste Tag, wie ihr seht. Und ja, das Wetter ist irgendwie voll mies. Aber ja, wir fahren heute schon hoch an die Küste. Ja. Weil wir haben ja keine Lust im Regen und so rumzuhängen. So haben wir geschlafen. Hier auf die Sitze zurückgeklappt. Unsere Decken von zu Hause mitgenommen, Kissen. Frühstück. Ja, wir haben uns dafür entschieden, halt Pizza zu essen, weil es am billigsten ist und am meisten ist und wir sparen damit jetzt einfach Geld. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist heute in der Nacht, ich weiß nicht, wie spät war es, um drei? Halb drei. Mhm. Um drei. Ich war vor dem Schlaf, Jana hat mich gemeckt, nur so hier an der Schulter, so, Susi, Polizei. Ich wusste nicht, was los ist. Naja, es kam so eine Polizistin an die Scheibe und hat mit der Taschenlampe, glaube ich, so reingeleuchtet. Irgendwas war übelst hell. Ich hab die ganze Tür aufgemacht, weil ich gar nicht wusste, wo der Schlüssel ist, um die Scheibe runterzumachen. Dachte, das war uns halt. Nee, die Tür war offen. Vor allem habe ich nicht mal Unterwäsche angehabt. Die hat dann gesagt, dass es eigentlich verboten ist, dort zu campen. Was wir eigentlich auch wissen, aber natürlich uns dumm gestellt haben. Hey, nur Englisch. No. Ich so, auf dem Schild steht doch hier nur nicht campen. Ich dachte, das gilt nur für Zelte. Wir schlafen doch im Auto. Und die so halt, no, it means no staying overnight oder so. Ja. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass die unser Kennzeichen nicht aufgeschrieben hat, dass wir dann heute Abend auch keine Probleme kriegen, wenn wir wieder woanders sind. Weil dann bleibt sicherlich nicht nur von bei einer Verwarnung. Ja, wir fahren jetzt los. Stopp gemacht am 90 Mile Beach. Der Beach ist eigentlich nicht 90 hier Meilen, der ist nur 40 oder so oder um die Drehe. Und das ist so krass. Hier ist irgendwie halt echt nur Strand, keine Bäume, gar nichts. Mutig, ja. Mit dem Auto an den Strand zu fahren. Ich glaube nie, dass der Vierradantrieb hat. So, jetzt schon sind wir da. Am nördlichsten Punkt von Neuseeland. Am Kap Ranga. Naja, fast dort unten ist nördlich, aber da kommt man bestimmt hin. Ja, ich zeig's euch mal, da gibt's halt keinen Weg runter. Und der Weg runter wird auch sicherlich viel zu gefährlich sein. Dort unten. Achso, und hier ist noch so ein Leuchtturm. Und was auch ziemlich cool ist, ist so eine Stadtanzeigetafel. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Genau. Und ich denke mal, dass die Richtung London am ehesten hinkommt, ja. wo ungefähr Deutschland ist. 18.029 Kilometer. Krass. Wir stehen jetzt hier mitten in der Wüste. Ja, geil, oder? Sahara, nur Sand. Krass, oder? Wir dachten, das Meer kommt jetzt hier mal hinter dem Hügel. Aber als wir oben waren, haben wir gesehen, es kommt noch ein weiterer, höherer Hügel. Vielleicht kommen wir nie hier zum Strand. Vielleicht sind das da 5 Kilometer. Ja, es ist so anstrengend, in dem Sand zu laufen, weil man hier einfach die ganze Zeit immer wegrutscht. Es gibt nur so ab und zu mal so harte Stellen, wo man ganz okay laufen kann. Oh oh. Sunburn? Aha, ich glaube schon. Oder? Oder sieht das jetzt nur gerade so aus? Ich glaube, es sieht bloß so aus. Ja?
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Ja, wir sitzen jetzt hier am 90 Miles Beach, wo wir ja schon waren, gleiche Stelle, und wir haben jetzt unser Auto hier abgestellt und werden die Nacht hier verbringen und guck mal, wie geil der Sonnenuntergang hier aussieht. Light is gonna come, the birds have just begun. Jo, das gucken wir uns jetzt noch an. Es ist bei uns jetzt gerade der Heiligabend, der 24. Und der 9 Uhr. Der Tag war einfach so perfekt. Es war so geil. Das war das beste Weihnachtsgeschenk eigentlich, was man sich wünschen kann. Jo. Merry Christmas, wenn ihr das seht, ist schon längst vorbei. Aber jo, ja, trotzdem. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das vielleicht. Ja. Guten Rutsch, Leute. Viel Spaß beim Feiern. Unser erstes Weihnachtsgeschenk. This year, to save me from tears. Scheiße, ey. Ich hab übelst Schiss.